Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play die Tomb Raider Anniversary. Ich wollte schon die Geheimnisse der Spiderwick sagen, aber hier sind wir noch. Hier sind wir nicht. So, wir sind jetzt hier in diesem Raum mit der Sphinx angelangt, nachdem ich im letzten Part das Rätsel einfach mal so gelöst habe, ne? Zack. Zwei Drehungen, fertig war's. Und Mäuse, okay. Wir wollen uns jetzt die Sphinx von vorne angucken. Aber die Mäuse wollen uns daran hindern, oh nein. Okay, ein Gitter. Eine Sphinx? Ah ne, ich wollte schon sagen, eine Sphinx in der Sphinx, aber wir sind ja jetzt in diesem Tempel da drin. Und sind in dieses große Tor sind wir reingegangen. Alter. Okay, ein Tor. Hier ist ein... Können wir das hier? Nein. Nein. Okay, die Sions können wir da nicht einsetzen. Müssen wir wieder so Angst einsetzen. Und wir müssen die erstmal mal... wieder finden. Yeah, was war das? Dancen. Everybody dance. Ah, hier ist Munition. Endlich, danke. Okay, auf der anderen Seite sieht es fast genauso aus. Nur, dass es hier Munition gibt. Yay. Denn wir haben auch nicht mehr so viel Schrotflinten-Munition. Mini-MP-Munition haben wir genug. Jo, also hier unten haben wir uns umgeschaut. Obwohl, können wir da weiter, da vorne. Weil da habe ich Stangen gesehen. Ja, okay, da ist eine Leiter. Na dann. Versuchen wir unser Glück, Leute. Ey, aber es ist irgendwie voll die Depri-Stimmung hier so alleine. Okay, wo gehen wir hin? Rechts, links? Natürlich rechts. Was denn sonst? Hier gibt's nur Leute, die uns angreifen wollen. Ist zwar nichts Neues irgendwie, aber... Hier geht es nicht weiter, aber ich weiß nicht, hier ist es irgendwie... Ich meine, wir haben keinen Menschen, sagen wir es mal so, wir haben keine Menschen hier, die uns irgendwie Böses antun wollen, oder mit denen wir wenigstens zusammen sein können. Keine sozialen Kontakte. Für Lara in diesem Level in Ägypten. Und die Soundeffekte, ey. Okay, können wir hier runter? Ich hoffe doch. Ja. Okay. Wir sollen auf die Säule und hier gibt's die Mini-MP zu holen. Das weiß ich noch. Gibt's hier irgendwie Artefakte? Nein, gibt's nicht. Ja, ich will darauf. So. Weiter hoch. Noch ein weiter hoch. Noch ein weiter hoch und Flugdinger BTF. Oh, die können auch so. Das sind irgendwie so die mumifizierten Typen, nur ohne. Ja, lass mich doch BTFing, Alter. What the? Geil. Glitch mich doch weg. Ich wollte sagen, es sind diese mumifizierten Menschen nur irgendwie als Vögel. Auf jeden Fall haben die dieselben Fähigkeiten. Und wir sehen uns da oben dann wieder. Also bis gleich. Bam. Ciao. So, hier bin ich wieder. Also auf jeden Fall haben die dieselben Fähigkeiten. Insofern, dass die auch diese Kugeln schießen können. Und ich nehme jetzt die Kaliber 50 Pistolen. Vielleicht sind die ja ein bisschen besser. Ey, Lara. Danke. Danke. Ja! Lasst mir doch bloß keine Chance. Ja, also die Schrotflinte ist ein bisschen... ein bisschen unpraktisch für die Dinger. Also rüste ich mal gleich wieder die Kaliber 50 Pistolen aus und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Und das Schöne ist ja, wenn wir die besiegt haben, gibt's die Mini-MP, also ist es extra so hart, die geben uns erst die dümmsten Gegner. Auf so einer kleinen Plattform müssen wir uns auch bewegen, ne, und aufpassen, dass wir nicht runterfallen und so, aber jetzt habe ich es euch gegeben. So, und da ist die Mini... sind die Mini-MPs. Also, auf geht's. Ach komm, warum ist der hier? Wir können doch auch gleich daran, oder nicht? Jo. Drilling. Gefunden, zwei Mini-MPs. Okay. Bam. Gleich mal
voll aufgerüstet, also volle Munition und so. Und können wir jetzt wieder daran? Ich hoffe doch, weil sonst wäre es irgendwie schlecht. Ja, ich habe Angst, jetzt zu springen. Weil ich nicht weiß, ob Lava da rankommt. Und ich will nicht, ich weiß nicht, wie soll man dann hier runterkommen? Ja, okay, schöne Kamera an sich auf jeden Fall. Wer nix wagt, der nix gewinnt nach dem Motto, oder? Geronimo! What the fucking shit, okay. In manchen Situationen können wir Lava zum Glück doch noch vertrauen. Und yay, wir haben jetzt die Mini-MPs. Die werde ich euch bei gegebener Situation auch mal zeigen. Aber zuerst betätigen wir hier den ersten Schalter. Bam. Der macht nicht jetzt den Weg in die Mitte frei. Schön. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal den Rechtsweg. Nein. Warum habe ich meine Pistole ausgerichtet? Dann nehme ich doch lieber wieder die Kaliber. Ja, haha. Wir dürfen warten. Ja, geil. Halt dich doch nicht fest, Lava. Halt dich doch nicht fest. Huhuhuhu. Okay, okay, okay. Aber zum Glück noch nicht gestorben. Noch nicht? Ja, ich sage bewusst wahrscheinlich noch nicht. So. Das ist immer so eine Sache mit diesen Fallen. Nein, ich hätte es... Das war richtig. Scheiße, ich habe gedacht, ich würde zerquetscht werden. Aber ich muss zuerst warten und dann erst weiterspringen. Oder natürlich gleich weiterspringen. Das geht auch. Ich versuch's mal mit gleich weiterspringen. Oh, okay. Huhuhu. Geschafft. Wo sind wir hier? Okay, krasse Texturen. Oh mein Gott, das Rätsel, oder? Ja, genau das. Hier nach rechts geht's irgendwie, aber ich will erstmal den Schalter hier betätigen. Und gucken, was er anrichtet. Jo, genau dieses Rätsel. So. Okay, wir müssen es so machen, dass alle vier Kristalle, sage ich jetzt mal, da unten angestrahlt werden von dem Licht hier. Dann öffnet sich wahrscheinlich ein neuer Weg oder so. Aber das ist natürlich mit einem Rätsel verbunden. Wie immer eigentlich, aber naja. Okay, rechts oder links? Gehen wir zuerst nach links. Moment, jetzt habe ich meine Prinzipien verletzt. Nach rechts natürlich. Oder hierhin. Weil hier irgendwie ein Artefakt ist. Ja, Mann. So, fallen lassen? Nein, das ist... Ach komm. Betrachten wir die Lage erstmal von unten. Ja, klingt pervers, aber nein. So, wir müssen natürlich aber erstmal auch hier rauf. Wir müssen die Kristalle auch oben halten oder mit so einem Mechanismus auf jeden Fall hochziehen. Jo. Damit der Kristall nach oben geht, müssen wir das so machen. Und dann warten, dass die Skarabäen dieses Gewicht hier halten. So, der erste Kristall ist schon mal hochgefahren. Und irgendeine Plattform öffnet sich. Ich weiß nicht wofür.
Ah, um irgendwie weiterzukommen. Wow, 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 mache keinen Breakdance. Okay, es war der erste, aber wie kommen wir jetzt erstmal wieder nach oben? Irgendwie darüber. Aber wie ist natürlich die Frage so nicht? Ich glaube. Jo, genau so. Oder auch nicht. Doch. Okay, und bevor wir hier aber die anderen restlichen drei Kristalle hochfahren, machen wir wieder einen Schnitt. Also bis dann. Bam!